Frau Präsidentin, geehrte Kollegen, zu Ihrem Antrag, werte Kollegen von der Union, wiederhole ich, zu wenig, zu zaghaft, zu spät. Das macht es auch nicht besser, Herr Jarzembeck, wenn Sie da noch einen Detailantrag nachgeschoben haben. Sie hatten 16 Jahre Zeit, visionär und vorausschauend zu agieren und der Fusionsforschung den gebührenden Stellenwert einzuräumen. Doch erst in der Opposition und nachdem der weltweite Wettbewerb um die Technologieführerschaft eine rasante Dynamik entfaltet hat, entdecken Sie, dass Deutschland hier einen Zahn zulegen und sich besser aufstellen muss. Die Regierungskoalition macht mit der Ablehnung dieses Antrags den gleichen Fehler wie die Union in den 16 Jahren zuvor. Sie halten das Thema für nicht sonderlich relevant, weil es einen langen Zeithorizont hat. Sie alle fahren stets nur auf Sicht und wurschteln sich irgendwie durch, sodass für wirklich zukunftssichere Themen kein Geld mehr da ist. Und das ist wie bei der Forschung in vielen anderen Bereichen der Fall. Ja, Herr Mann, Sie haben schon recht, das ist ein Schaufensterantrag. Trotzdem zielt dieser Antrag in die richtige Richtung und darum haben wir dem im Ausschuss auch zugestimmt. Für die, die sich wundern, wir stimmen diesem Antrag zu und müssen deshalb die Beschlussempfehlung des Ausschusses ablehnen. Bei der Expertenanhörung wurde jedoch deutlich, dass Sie, werte Union, einen fundamentalen Aspekt vergessen haben. Wir haben in Deutschland derzeit einen eklatanten Mangel an fähigen Köpfen, die die Fusionsforschung weiter voranbringen können. Das hat Professor Dr. Hartmut Zohm vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik unmissverständlich deutlich gemacht. In der irrigen Hoffnung, dass es Ihnen, meine Damen und Herren von der Union, vorrangig um gute Sachpolitik ginge, haben wir diesen... Wollen Sie mehr Gewinn für Ihre Firma? Die Gewinnblitz-Fallstudie enthüllt, wie ein einfacher Ansatz einem Unternehmen zu unglaublichem Erfolg verhalf. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Diesen Aspekt in einem eigenen Antrag mit dem Titel Fachkräfteinitiative für die Fusionsforschung ergänzt. Wir haben damit Ihren Fehler behoben. Bitte sehr, nichts zu danken. Doch statt anzuerkennen, dass unsere beiden Anträge sich hervorragend ergänzen, lehnten Sie es in dieser Woche rundweg ab, unseren Antrag in dieser Debatte mitzuberaten. Ihr Keuschheitsgelübde gegenüber der AfD hindert Sie einmal mehr, ziel- und sachorientierte Politik zu machen. Ich rate Ihnen, gehen Sie bei Ihren Kollegen im Thüringer Landtag in die Lehre. Ihre Kollegen erkennen langsam und widerstrebend, aber immerhin, wie man sich im Lager der konservativen Opposition die Bälle zuspielt. Stattdessen buhlen Sie um die totalitären Grünen, dass es peinlich wird. Sie buhlen um die Grünen, die nachhaltig Atomkraftwerke stilllegen und damit die Wirtschaft ruinieren. Ich zitiere hierzu das ZDF vom vergangenen Sonntag. Das Atomaus ist auch ein Grund, warum der Wohlstand schwindet, so das ZDF. Und weiter, wenn Habeck, Zitat, warnt, dass die Wirtschaft sich dramatisch schlecht entwickelt, dann warnt er in den Ohren vieler Unternehmen auch vor sich selbst. Das sind gleichzeitig die Grünen, deren abgehalfterter Außenminister ernsthaft Atomwaffen für die EU fordert. Ich frage mich nur, warum Herr Fischer nicht gleich Wasserstoffbomben fordert. Das passt doch wunderbar in die grüne Wasserstofftechnologie. Den nötigen Wasserstoff können Sie sogar mit Windkraft erzeugen. Mit den Wasserstoffbomben der Grünen bin ich wieder beim Thema Kernfusion. Es bleibt festzuhalten, wir schaffen es in unserem Land nicht, bei der Kernfusion den nächsten wichtigen Schritt zu gehen. Wir haben den Anschluss in der Kernkrafttechnik in weiten Teilen verloren. Deutschland war Systemlieferant für komplette Kernkraftwerke und kann heute nur noch Komponenten für den weltweiten Boom der Kernkraft beisteuern. Fast alle unsere Nachbarländer planen oder bauen neue Atomkraftwerke. Die Chance, von diesem Geschäft zu profitieren, wurde der deutschen Industrie durch den politischen Zerstörungswillen schlechter Regierungen genommen. Teil dieser Zerstörung ist auch, dass viele fähige Fachkräfte der Kerntechnik aus Deutschland vertrieben wurden. Dieses Fiasko darf sich bei der Fusionstechnologie nicht wiederholen. Und genau deshalb ist der Antrag der AfD einer Fachkräfteinitiative für die Fusionsforschung so notwendig.
Wir brauchen eine Evaluation des Bedarfs in allen relevanten Fachbereichen. Wir müssen an Hochschulen entsprechende Studiengänge einrichten. Bei den Hochschulen des Bundes hat das der Bund selbst in der Hand. Wir müssen internationale Spitzenforscher gezielt anwerben, um nur einige der wichtigen Maßnahmen zu nennen. Es braucht konstruktive Sachpolitik, um Deutschland aus diesem Tal der grünen Wirtschafts- und Energiekrise zu bringen. Die AfD steht bereit für eine Koalition der Mutigen und Entschlossenen für die Zukunft unseres Landes. Also zu meiner Zeit als Vizepräsident des Thüringer Landtags hätten Sie für diesen Zwischenruf eine Abmahnung kassiert. Ich fasse zusammen. Die Union legt einen brauchbaren Antrag zur Stärkung der Kernfusion vor. Die Regierungskoalition lehnt diesen im Ausschuss ab, vermutlich weil man der Opposition hier keinen Punkt gönnen will. Die AfD dagegen unterstützt diesen sinnvollen Antrag und ergänzt ihn auf Anregung der Experten um einen übersehenen Aspekt. Das aber lehnt wiederum die Union ab. Fazit: Ein zukunftsweisendes Thema wird im parteitaktischen Hickhack zerrieben. Deutschland wird damit einmal mehr einer Chance beraubt. Für Sie, werte Union, lag hierin auch ein Test Ihrer Ernsthaftigkeit und Ihres Demokratieverständnisses. Und Sie haben kläglich versagt. Ihr undemokratisches und infantiles Verhalten wird meiner Partei wieder ein paar Tausend oder Zehntausend Stimmen mehr einbringen. Machen Sie ruhig so weiter, aber unterlassen Sie dann auch Ihr peinliches Heulen und Wehklagen über die Umfrageergebnisse der AfD. Die Bürger sind nicht annähernd so dumm, wie Sie glauben. Nichtsdestotrotz werden wir uns bei unserer Zustimmung zum vorliegenden Antrag bleiben. Denn für Sie uns müssen jetzt steht zum Schluss kommen, die Sachpolitik im Vordergrund. Vielen Dank. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen. Auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.